Einen wunderschönen guten Abend, liebe Rassimirs und liebe Mittelalterfreunde. Willkommen zu einer neuen Runde hier in Medieval Dynasty bei mir, der Natzen, auf meinem Kanal. Wie wir sehen, freuten sich hier gerade schon die ersten Trulinas an, wobei die jetzt hier reingegangen ist, die hat gar keinen Bock irgendwie auf die. Was versperrst du jetzt hier die Tür? Achso, da kommt sie doch wieder raus. Ja, die beiden Holzfällerin und Jägerin kommen schon mal ins Gespräch und unsere Inge Gerda, die ist irgendwie noch on Tour. Die ist erst da hinten, obwohl wir schon den nächsten Tag haben. Normalerweise sind die dann direkt da. Warum die jetzt nicht da ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich sie angeflirtet habe. Vielleicht ziert sie sich jetzt. Ich habe keine Ahnung. Es ist nun mal jetzt so. Ich habe in der Zeit aber auch noch ein bisschen was gemacht. Ich habe hier noch ein bisschen Weg gelegt. Und da vorne einen Grabungsschuppen gebaut, denn wir haben, das Anflirten hat gereicht. Wir mussten uns nicht mal ein Mädel klar machen. Anflirten reichte. Hatte ich ganz vergessen. Wir haben jetzt wieder mehr Gebäude frei. Und ich habe mir gedacht, ist egal. Ich müsste eigentlich mal ein bisschen mehr questen jetzt, aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen mehr für Arbeit und Bewohner sorgen. Denn die brauchen wir halt. So, gedacht hatte ich mir, hier mache ich die Hütte hin von dem Bewohner des Grabungsschuppens. Jetzt überlege ich nur gerade, soll ich da mal wieder was Größeres hinmachen? Ein einfaches Haus mal? Oh. Hoppala. Ja, da sind schon Bäume. Ein Stein. Ich habe noch welche auf Pump, auf Lager. Ich habe aber auch Hunger, wie ich sehe. Das heißt, wir müssen jetzt eh mal ins Lager gehen und dann gehen wir mal kurz einen Springer nach Gostovia machen, bevor wir weiterbauen. Und verkaufen erstmal einen Schwung Federn und holen uns Essen. Obwohl, ich könnte mal in mein Lager gucken, das mache ich erstmal, in mein Nahrungsmittellager gucken, ob mein Jäger gestern trotzdem schon produktiv war. Das ist ja manchmal so, ne? Tatsächlich. Schaut euch das an. Aber wir haben sehr wenig da. Deswegen, ich glaube, das lassen wir erstmal den Bewohnern. Ich muss auch gleich erstmal Wasser für die holen. Weil die fressen doch echt viel. Wir brauchen einen zweiten Jäger. Da müssen wir auch noch eigentlich ein Haus machen. Und einen zweiten Holzfäller. Und ach, eine Küche. Wir brauchen noch so viel. Aber erstmal gehen wir gucken, dass wir uns Essen besorgen. In Gostovia. Wir kaufen heute Essen. Total arm dran, ja, aber Essen kaufen. So, ich nehme mal 120 mit. Sind schon einmal produziert worden eigentlich. Das noch nicht. Ja, wie denn auch? Die ist ja gar nicht hier. Die ist ja unterwegs. Ne, mehr haben wir auch jetzt gerade nichts zum Anbieten da. Das Werkzeug behalte ich natürlich, weil ich nicht möchte, dass mir das so schnell ausgeht. Ich habe ja noch keine Schmiede. Ja, und so ist das halt, ne? Also, die einen machen es so, die bauen sich erstmal alles, was sie brauchen, dahin. Und holen sich dann die Leute ran. Aber da ich ja durch die Kapitelquest dann eingeschränkt bin und nicht das Limit habe, weiterzubauen, finde ich es eigentlich sinnvoll, schon vorher sich die nötigsten Leute ranzusuchen. Und das ist halt wirklich Holz und ja, der Jäger halt, ne? Also der Holzfäller, der Jäger. Ja, und jemand, der Wasser holt, den haben wir jetzt noch nicht. Das mache ich jetzt noch. Aber wir haben jedenfalls schon mal jemanden, der Eimer baut, normalerweise. Ist aber noch unterwegs. Ich sehe denn wenigstens... Ah, da kommt sie aber. Da küttet. Das ist gut. Dann können wir den nämlich auch heute anflirten wieder. Wir wollen uns das Mädel ja zu eigen machen. Zu unserem Mädel machen. Oh, der verträgt echt nichts, ne? Jeder Sprung tut dem weh. Schwache Knöchel, der Gute. Schwache Knöchel. Schwachknöchel Rassimir. Ja, und wie es aussieht, werden wir uns auch heute oder
auf heute oder in den nächsten Folgen, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir uns Winterkleidung kaufen müssen, weil ich auch die Unighost-Quest jetzt natürlich nicht mehr packen werde bis zum Winter. Und ich auch gar nicht weiß, ob ich nach wie vor nicht weiß, ob ich da überhaupt die Winterkleidung kriege. So. Zeig mir mal, was du hast. Ich gebe dir, was ich habe. Ach, guck mal, ich hatte ja sogar noch was auf Tasche, aber wir wollen es glatt haben. Was kaufe ich mir denn Schönes? Das Brot ist eigentlich immer am besten. Das ist auch am teuersten. Also mit, nicht am teuersten, aber sehr teuer. Fleisch mit Soße ist auch eigentlich gar nicht gut. Was kostet denn hier so Kohl? Kohlsuppe. 75. Die kann aber auch mehr. Davon holen wir uns jetzt ein paar. Drei. Das ist teuer. Was soll ich tun? Eintopf. Ja, der kann aber auch nicht so viel, aber wir nehmen uns trotzdem mal auch noch drei mit. So, das reicht auch schon, weil jetzt müssen wir sparen auf Winterkleidung. 30 Nahrung und was gibt der Eintopf? 25, ja. Aber beides gibt auch ein bisschen Wasser mit. Apropos, ich habe gerade Durst, Entschuldigung, Leute. Ah. So, besser. Ja, und wenn wir denn die Küche haben irgendwann, ist es auch noch super wichtig, dass wir uns in der Werkstatt die Holzschalen herstellen lassen, ne? Weil sonst gibt das keinen mit Suppe. Der Fleischbraten tut die auch so, aber Suppe ist nicht so gut ohne. Aber erstmal lassen wir auch nur Fleisch braten, weil wir brauchen ja auch erst noch Felder. Wir brauchen dann die Scheune. Ah. Also erstmal machen wir jetzt ein paar Baufolgen, habe ich mir gedacht. Und dann questen wir weiter. Bauen und gestalten. Nicht nur bauen, wir gestalten auch. Ne? Wir bringen auch ein bisschen hier mit ein. Hier mit Bänken und nicht, was nicht alles ein bisschen schön machen. Und ich habe aufgelevelt. Hey, gibst du das her? So, Naturgewalt. Das ist gut. Langsamer Haltbarkeitsverlust bei Äxten lohnt sich. Ist denn Ingi jetzt mittlerweile da? Da ist sie. Wo ist sie denn? Die müsste doch jetzt jeden Moment hier auftauchen. Jetzt sehe ich sie wahrscheinlich nicht wegen dem Hügel. Ich hoffe, ich stink jetzt nicht. Nein, sieht gut aus. Wir wollen unsere Liebste ja direkt ansprechen. Wo ist er denn jetzt? Die müsste jetzt genau hinter mir stehen. Das ist ihre Hütte. Das ist sie doch, oder? Ja. Ingi, wo bist du? Nee, ernsthaft, wo ist die? Da hat die sich jetzt schon in die Werkstatt geschlichen, wo sie arbeiten soll? Nee, hat sie auch nicht. Also die müsste jetzt doch genau hier stehen. Wo ich stehe. Steht die schon wieder auf irgendeinem Dach? Auch nicht. Da wird sie mir angezeigt. Da wird sie mir angezeigt. Da ist sie. Hat sie sich doch an mir vorbeigeschlichen. Und jetzt gehst du nicht mal arbeiten. Mhm. Von wegen, da tut sie in der letzten Folge so fleißig, ne? Und dann so läuft sie hier rum. Das sind wir die Richtigen. Dich heirate ich. So, Romantik. Du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? So. Schönes Wetter haben wir heute. Findest du nicht auch? Bevorzugst du sonnige oder regnerische Tage? Ich bin immer picht darauf, neue Dinge zu lernen. Hast du irgendeinen guten Rat für mich? Ich glaube, wenn man nichts weiß, dann redet man immer über das Wetter, ne? Ja, findet es in Ordnung. Zeigt davon ab, was die Pflanzen im Moment brauchen. Ausgewogenheit ist wichtig. Okay. Hast du Brüder oder Schwestern? Interessiert uns eigentlich gar nicht. Arbeit kann uns oft unter die Haut gehen. Was machst du in deiner Freizeit? Hier rumlaufen. Wenn du Zeit übrig hast, heißt das nur, dass du nachlässig bist.
das ist, jetzt tut sie so, ne? Aber wir sind schon bei, wie geht's dir, meine Schöne? Das ist doch schon mal was. Jetzt wollen wir mal nicht zu dick auftragen hier. Wusstest du, dass mancherorts eine sogenannte Scheidung durch Kampf durchgeführt wird, um die Chance auszugleichen, steht der Ehemann bis zur Hüfte in einem Loch und hat einen seiner Arme auf den Rücken gefesselt. Na, ich weiß nicht, ob wir uns damit beliebt machen. Das klingt zu poetisch, dafür ist er auch nicht da. Was haben wir hier? So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt und das macht mir Angst. Aber lieber verbringe ich mein ganzes Leben in Angst, als nur einen Atemzug mehr ohne dich als meine Frau zu tun. Ich glaube, das ist schon der Heiratsantrag. Den machen wir jetzt lieber noch nicht. Dann nehmen wir doch die Entscheidung durch Kampf. Die ist ja ein bisschen ruppig, oder? Das klingt so absurd, dass es einfach wahr sein muss. So, wir können sie nochmal anquatschen. Du bist so fürsorglich. Ich bin sicher, dass du eine tolle Mutter sein wirst. Du bist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Angeblich gibt es einen Teil, einen Jäger, der die Kadaver der Tiere, die er erlegt hat, ausstopft. Das heißt, sie sehen noch lebendig aus, nur wie für immer eingefroren. Aber sie steht nicht aufs Jagen. Nehmen wir das mit der Mutter. Plus 7. Oh, das hörst du tatsächlich gerne. Das Muttersein ist ein bedeutender Teil des Lebens und ich werde mein Bestes geben. Okay, das reicht dir erstmal. 37% Zuneigung. Ist doch gar nicht so übel. Dann geh jetzt mal schön an dein Tagewerk. Madame. So, was brauche ich? Ich brauche Steine, habe ich gesagt. Und ich denke mal, auch das brauche ich. Hat sie denn schon Eimer hergestellt? Oh, ein Eimer hat sie schon hergestellt. Ein Eimer. Immerhin. Ja, Brennholz kriegen wir ran, das ist gut. Holzstämme. Ich auch noch, ne? Die behalte ich noch auf Tasche. Wahrscheinlich brauche ich die gleich zum Bauen. Und Stroh nehme ich auch direkt mal mit. Obwohl, eigentlich will ich Bretter. Warte mal. Was habe ich denn da hinten gemacht mit dem großen Haus? Das hat Stroh. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn das da Bretter hat. Auch wegen der Isolierung. Ne, verbraucht weniger. Aber so viele Bretter haben wir noch nicht. Aber bis wir am Dach angekommen sind, ist ja noch ein bisschen Zeit zum Ansparen. Sonst helfen wir ein bisschen nach. Ich habe Verdorbenes auf Tasche. Es ist mir nicht in der Tasche verdorben, ich habe es tatsächlich gefunden und mitgenommen. In einem Fass. Ach ja. So, Verdorbenes. Steht da. Guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Macht einen auf fleißig und hast sie nicht gesehen und emsig. Und dann steht die nur in der Gegend rum und macht in der ganzen Zeit einen Eimer. Braucht länger als alle anderen, um überhaupt mal hier anzukommen. Das ist eine ganz schreckliche Ehefrau, denke ich mal. Ei. Da haben wir uns wahrscheinlich einen Hausdrachen reingeholt. Aber ich habe die, glaube ich, lieber so eine fleißige, sie wird bestimmt noch mal etwas fleißiger, als so eine Hete-Petete-Tante. Das braucht doch echt keiner. Aber ich glaube, die sind gut in Diplomatie dann hier meistens im Spiel. So. Ja, jetzt habe ich weder viel Stein, noch habe ich viel Holzstämme. Aber ich habe mehr Stein, also wird das wieder ein Steinhaus. Ich hätte ja gerne ein bisschen mehr Vielfalt hier drin. Dann mache ich das nächste dann halt wieder zu einer Blockhütte. Ja, ich habe es halt gerne, wenn es ein bisschen durcheinander ist. Und nicht alles so einheitlich. Das ist irgendwie langweilig. Finde ich. So, den machen wir zu. Den machen wir zu. Den machen wir. Uff. Den machen wir zu.
den machen wir auf und den machen wir zu. Nee, das machen wir auch Stein. So. Gut, mal gucken, wie weit wir kommen mit unseren Steinchen und unseren Holzstämmen. Und ich hoffe, dass ich jetzt demnächst, wenn ich hier für den Grabungsschuppen jemanden suche, auch einen Mann rankriege mal. Jetzt haben wir hier echt, also ich bin hier echt als Hahn im Korb unterwegs. Oh, ich muss noch hier dran denken. Schnell auf. Auf Bretter zu machen. Auf Holzdach. Aber bis jetzt konnte ich auch nur die Mädels gebrauchen, ne? Also. Mit den Männern war noch nicht so viel anzufangen gerade. Ich glaube, das waren alles irgendwie Landwirte, kann das sein? Da haben wir noch nichts. Mit der Scheune ist noch ein bisschen hin. Ich denke im Frühling. Aber ich muss da noch gucken, wie weit ich hier komme. Na, 5 Tage sind eigentlich in Ordnung. Also ich kam immer super mit 5 Tagen aus. Aber ich habe das Spiel auch eigentlich immer ganz anders gespielt. Diesmal spiele ich es halt ein bisschen anders als sonst. Also diesmal baue ich mir schon auch ein bisschen mehr. Es hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Wie damals. So, Bretters. Und ich brauche dringend Holzstämme. Achso, ich hau da einfach drauf, so voll im Träumen. Habe ich eigentlich noch Holzhammer da? Nee, habe ich auch nicht mehr. Heißt, ich muss mir auch gleich einen neuen Holzhammer mal beschaffen. Weil mit dem komme ich nicht mehr lange aus. Okay. Habe ich denn noch wenigstens? Auch das habe ich wahrscheinlich nicht. Das weiß ich, muss ich gar nicht gucken. So, dann mache ich das als erstes mal. Eine neue Axt. Gott, ach, da war ein Fuchs. Ich muss Füchse erlegen. Füchse und Wildschweine, sagt die Kapitelquest. Guck, steht da. Ich will nicht, ich muss. Wo ist er denn hin? Da hinten. Da hinten fuchst der Fuchs rum. What does the fox say? Okay. Gerade noch rechtzeitig, dass ich mir die Axt gemacht habe. So, und direkt einen neuen Bauhammer machen. Besser ist das. Ah, machen wir uns noch einen, komm. Den brauchen wir ja noch ein Weilchen. In Nutzung. Ich hatte übrigens noch gedacht, scheiße, als wir das letzte Mal die Folge beendet haben. Jetzt habe ich gar keinen Hammer in die Werkstatt getan, aber für die Werkstatt braucht man auch gar keinen Hammer. Braucht man nur für die Schmiede. Die haben ja da diese Werkbank, da wo die dran arbeiten im in der Werkstatt. Ja, unsere Inge Gerda nicht. Die steht lieber vor der Werkstatt rum und auf magische Weise erscheinen Eimer. Na, hier fehlt doch einer, oder? Nee? Na gut. Steht die immer noch davor und tut nichts? Tut so, als würde sowas tun. Also in der Werkstatt sehe ich sie nicht. Die steht echt immer noch davor. Das ist nicht zu fassen, die Frau, ne? Was ein faules Biest. Dann tut die hier auf oberemsig. Yay!
schnelleres Handwerken in Werkstatt und Schmiede. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das finde ich aber auch ganz gut. Wir nehmen trotzdem erstmal das, weil es auch so mehr Sinn macht. Oh, hier fehlen noch Steine. Breitwegerig. Und jetzt fehlt es uns natürlich wieder an Holzstämmen. Egal, wir wollen eh mal eben was trinken. Dann können wir uns mal eben im Lager umgucken, ob da noch was dazugekommen ist. Auch an Brettern. Oh, und ich möchte gerne, warte, bevor ich trinken gehe, gehe ich erstmal ins Lager, weil dann kann ich direkt Eimer mitnehmen und die voll machen. Das ist echt nur der eine. Ja, kein Wunder, wenn man nur davor steht. Du musst da rein zum Arbeiten. Das ist eine Truller, ehrlich. Ja, das ist nicht viel, das lasse ich den. Da steht die echt davor. Und jetzt kommen keine Eimer. Wie spät haben wir es? Schon Nachmittag. Den ganzen Tag einen Eimer produziert. Ich habe den aber auch nur auf 25%, aber müsste das trotzdem ein bisschen schneller sein. Nicht, dass wir die jetzt rasend schnell und dringend brauchen, aber ach so, okay. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Entschuldigung. Sieh mal zu, dass du wenigstens 3 am Tag machst. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Ist jetzt so dunkel auf einmal. So. Eben hier einlagern, dann hat man da auch einen Haken hinter. Ja, so viel trinken wir ja jetzt erstmal nicht. Obwohl, ah, geht schon gut runter. Ich glaube, hier muss ich auch mal ein bisschen nachhelfen. Ich kann ja schnell craften. Ah, so ein schönes dickes Steak. Steak. Schönes fettes Stück Rumpsteak. Wollte ich sagen. Lecker. So, fresst. Ja, im Winter verbrauchen die natürlich auch mehr Holz. Das ist auch noch so eine Sache. Und im Herbst, aber im Winter erst recht natürlich. Da wird mehr geheizt als im Frühling und im Sommer. Vor allem im Sommer wird nicht sehr viel geheizt. Die ist schon leer, ne? Ja. Ich falle immer wieder auf diese Kiste, glaube ich, rein. Ach ja. Unendliche Weiten. Das Tal. Ich finde die Aussicht immer sehr schön. Vor allem, man kann auch immer echt gut irgendwo hingucken, ne? Wenn ich jetzt da hinten irgendwo ein Dorf hätte, würde ich das von hier auch schon zum Teil sehen können. Das haben sie echt toll gemacht. Wenn man denn die entsprechende Grafikqualität natürlich hinkriegt. Aber ich konnte meine Stadt auch immer von ganz weit weg, konnte ich die schon sehen. Auch als sie noch ein Dorf war. Das war schon immer ziemlich cool. Ja.
Oh, da sind Fässer. War ich an denen schon mal dran? Ja, an denen war ich schon dran. Da ist nichts mehr. Nee. Ach, hier müsste auch gleich hier meine Hütte kommen, ne? Meine Holzfällerhütte. Ja, genau. Ja, du bist fleißig. Du tust wenigstens was. Und tust nicht nur so, als würdest du was tun. Oh, und du jammer nicht. Ich habe noch keine Bank zum Sitzen dahin gebaut, habe ich gerade gesehen. Aber hier glaube ich auch nicht, ne? Nee, ist auch nicht schlimm. Wenn die sitzen wollen, sollen die da hinten zur Feierabendstelle gehen. Wo alle sitzen sollen. Da. 13. Mal gucken, ob wir damit jetzt auskommen. Aber wir müssen noch Bretter machen. Stimmt. Das kommt auch noch dazu. Aber der Rest müsste jetzt eigentlich reichen. Ach, komm schon. Ah, dann machen wir es halt von außen. Manchmal geht es von innen, dann kommt man dran, manchmal nicht. So. 6 Bretter. 12 Bretter. 14. 14 Bretter brauchen wir. Ja, dann müssen wir wohl noch mal hier was platt machen. Das wächst ja wieder nach. Ich lasse ja die Stämme da. Die mache ich nur weg, wenn ich wirklich da irgendwo was hinbauen möchte. Ich gucke eigentlich immer, dass ich so baue, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Aber manchmal kommt man halt auch nicht drum herum, ne? Das ist halt so. Ach ja, das waren ja nur 3 bei Fichte. So, mal eben ein bisschen was zu Abend essen. Und, oh, jetzt muss ich ja ganz hoch. Hier kann ich keine Bretter machen, ne? Das geht nicht einfach so mal. Nein, natürlich nicht. Habe ich auch jetzt eigentlich nicht erwartet. Aber man weiß ja nie, was alles neu dazugekommen ist. Wenn wir jetzt in der Jagdhütte auch das Privileg haben, Pfeil und Bogen herzustellen, warum sollte das nicht auch gehen? Also, habe ich jetzt mal so gedacht. Ach nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich brauchte ja für die Bretter. Das darf ich jetzt nicht versemmeln. 14 brauchte ich, ne? Ja, dann weg damit. Komm. Schnell mal eben. Für eine Bank. Na, da steht sie darum. Aber du warst so fleißig, du solltest dich echt setzen, Mädel. Du warst ja wenigstens wirklich fleißig und redest nicht nur davon, wie mein Herzblatt da hinten. Bitte schön, setzen Sie sich, junge Dame. Ja, genau, komm, hast du dir verdient. So ist richtig.
machst du jetzt da? Vögel jagen? Ach so, du bist die Jägerin, ne? Ja. Wolltest du jetzt den Vogel da jagen? Oder was war das für eine Aktion? Knack. Ist der Hammer weg. So, dann haben wir das auch geschafft. Dann starten wir doch schnell in den nächsten Morgen und flirten unser Liebchen nochmal an. Die sitzt da jetzt ganz alleine. Kann man sich eigentlich mittlerweile mal dazusetzen? Ach ja, stimmt, das hatten sie dann eingeführt. Ich war ja noch dabei, stimmt. Ja, herrlich, herrlich. So, waschen. Vorm Schlafen gehen. Trinken. Steckte ich denn jetzt im Waschzuber feste oder wie? Ja, und es wird dringend Zeit für ein paar Fackeln, aber wir haben ja noch keinen Leingarn und nichts. Oder Wolle oder was auch immer wir brauchen. Ich glaube, Leingarn brauchten wir. Guten Morgen, Prinzessin. Bleiben Sie mal stehen. Wie geht's dir, meine Schöne? Manche Menschen versuchen ihr ganzes Leben lang zu verstehen, was Liebe ist. Aber Liebe kann man nicht verstehen, nur empfinden. Du siehst stark aus, ziemlich beeindruckend. Weißt du, warum Bären keine Schwerter benutzen? Weil sie dich auch so überwältigen können. Oh, ist der flach. Oh, ist der flach. Oh, der tut weh. Okay, das hat dir gefallen. Mein Körper ist sowohl ein Tempel als auch ein Werkzeug. Ich behandle ihn gut. Freut mich zu hören, dass du das zu schätzen weißt. Mir zu Hause war das beste Mittel gegen eine Erkältung immer ein Sud aus Hühnerknochen und Kräutern. Ich weiß nicht, ob sie sich fürs Kochen begeistert, obwohl die ist ja in der Produktion, ne? Na, plus 3. So mache ich das auch. Aber das nächste Mal kannst du es auch mit Zwiebelsirup versuchen. Der kann wahre Wunder bewirken. Okay, jetzt hast du auch schon die Schnauze voll. Diesmal hat dir nicht so gefallen, was wir so geredet haben. Ja, ganz so für die Katz war es ja nicht, ne? Also Zuneigung 50% ist schon eigentlich gar nicht schlecht. Hälfte haben wir geschafft. Halbzeit. So, und das nächste Mal werden wir uns also auf den Weg machen nach Denica. Und uns dort Winterkleidung zu besorgen und zu gucken, ob wir da jemanden für unseren Grabungsschuppen finden. Vorzugsweise einen Mann. Ja, damit wir mal ein bisschen diesen Hühnerstall hier gebändigt kriegen. Ja, ich bin da ein bisschen überfordert alleine als Mann hier. Der arme Rassimir. Ja, wenn es euch heute gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mit einem Daumen nach oben auch zeigt. Und um nichts zu verpassen, da abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich überlege mal gerade, was ich als nächstes bauen werde. Wir haben jetzt den Grabungsschuppen. Den Grabungsschuppen haben wir. Und ich denke, es wird die Küche sein. Aber das überlege ich mir noch. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Natzen. Bye, bye.